liebe Freunde von Golden Sun. Ich habe ein wenig nochmal gelevelt und zwar Level 15 ungefähr meine Truppe. Wie ihr sehen könnt, ja, alle haben Level 15 so. Und jetzt geht's ab in den Leuchtturm, in den Merkur-Leuchtturm. Und da treffen wir doch direkt jemand. Die Mia. She's back. Ach, sag mal halt mal ja, ne? Oh, oh, Alex. Ja, da können wir Abhilfe verschaffen. Guck mal. Jetzt müssen wir mal wieder noch Frau beeindrucken. Schau mal. Hast du das getan? Ja, wer sonst, Mann? Ich war das, ja. Du konntest unsere Psyonutschie sehen. Ja, sie hat ja auch eine. Jupp. Jo, hat sie auch, die Mia. Das Gebet. Die Kräfte waren viel stärker. Jo. Und hüpf. Was macht sie denn jetzt? Brauchst du keine Fee dazu? Wieso brauchst du da eine Fee dazu? Auf Feen bin ich gerade eh nicht so sonderlich gut zu sprechen, ne? So, wir folgen jetzt einfach mal, ne? Oh mein Gott! Was ist das? Ein Battletoad! Ja, mei. Ein Monster! Wie kann das sein? Jo, ich mach's ja weg hier. Also, komm her, Monsterle. So, wieder mal ein Endboss in Sicht. Und wir bekämpfen ihn mit Ragnarok oder wie auch immer. Attackieren ihn mit Fieber. Das machen wir jetzt. Widerstand des Teams heben, das ist nie schlecht. Jo, der sollte eigentlich kein Problem sein. Ja, 92 ist schon mal gut. Ja, das war's eigentlich schon. So, das war jetzt eigentlich kein Problem, ne? Oh, was ist das? Der das Herz der Göttin ehrt, soll inmitten von allem stehen. Wie ein Schwan auf einem Teich von Wellen gesäumt. Ja, wunderbar. Ja. Das heißt, wir müssen jetzt selber erforschen. Ja. Das machen wir auch. Oh. Warte schon echt auf uns, hä? Was sollst du tun, wenn wir nicht wären? Halt, nein, das müssen wir so rum machen. So, jetzt ist nicht mehr blockiert. Ja. Yep. Genau. Ja, wir müssen dich beschützen. Jo, da hast du war. Jo, du auch. Was? Sie kommt einfach... Ja gut, dann gehen wir mal nochmal zurück und gucken mal. Wir wissen jetzt, wo es weitergeht. Und falls wir irgendwas übersehen haben, ein Chin oder sowas. Also hier sind wir hergekommen, dann gehen wir doch mal hier lang. Ja, super. Weil die verarsche, ja. Okay, also. Abmarsch. Rückzug. Rückzug nach vorn. Okay. Also, sie hat sich jetzt uns angeschlossen. Sehr vernünftig. Jetzt haben wir so ziemlich jede Haarfarbe in unserem Team. Und sie hat auch Frost.
Und hier wollte ich eigentlich... Ja, okay, also ich glaube... Ah, was ist das? Ein Dient und Fisch. Bye, bye. Kein Problem für uns. Kein Geheimgang. Oh. Eine Sackgasse? Können wir verschieben? Nein, geht nicht. Also es ist nicht. Ah doch! Sorry. Leute, sorry, das war jetzt echt ziemlich doof von mir. Jo. Cool. Ja, da haben wir jetzt eigentlich keine andere Möglichkeit, als so zu gehen. Da geht's nicht lang, kein geheimen Versteck. Oder diverses. Auch nichts. Ah, das war jetzt nicht so klug, ha? Ah, doch. Okay. Jetzt können wir hier lang. Wir auf jeden Fall noch nicht. Ja, ich hätte halt noch gern die Kiste gehabt, aber... Ja, die hätte ich noch gerne gehabt. Wie können wir die holen? So wahrscheinlich. Ha? Ja, so können wir die holen. Jo. Gut, war jetzt nicht so wichtig, aber egal. So, und dann geht's weiter. Müssen wir auch schon laufen gelernt sein. So. Jose. Müssen wir sowieso hier lang. Und da erwartet uns wieder ein Rätsel. Wie es ausschaut. Aber da weiß ich jetzt auch nicht so genau, wie das gehen soll. Ah! Gegner! So, dann werden wir mal schauen. Wir müssen hier rumlatschen. So geht es. So, weil hier kommen wir ja nicht weiter, ne? Da kommen wir nicht sehr weit. Dann schieben wir mal. So, wir haben ja Muckis. So, und da ist ja auch schon der Schalter. So. Please. So. Dummes Rätsel. Ah, meinetwegen. So, Tür ist open. The open door. Da laufen wir jetzt nicht nochmal zurück. Boah. Mann, was ist das? Oh. Wow, die haut ganz schön rein, die Tante. Mein lieber Scholli. Jo, das sieht so aus, als müssten wir jetzt da runterfallen, ne? Da machen wir doch. Jo. Der das Herz der Göttin ehrt, soll im Mittel von allem stehen. Wie ein Schwan auf einem Teich von Mölln sollen. So Leute, aber wir werden jetzt an dieser Stelle kurz Stopp machen und sehen uns dann bald wieder. Bye bye, ciao ciao, adiamos.